Hallo, ich zeige so ein paar Möglichkeiten, wie man sich mit dem neuen Smokeliner schminken kann. Ich bin soweit vorbereitet und habe auf dem beweglichen Lid nur Zauberpuder drauf und so ein bisschen Kugel auf dem beweglichen Lid. Mehr habe ich noch nicht gemacht und jetzt zeige ich einfach mal den Stift. Ich finde immer, wenn man so ein ganz klares Auge hat, ohne jetzt doll geschminkt zu sein, kann man vielleicht auch am besten beurteilen, ob man die Farbe haben möchte oder es kommt einfach besser rüber, dass man das besser sehen kann. So, ich mache ihn also einmal auf. Ich mache ihn einmal auf die Hand, dass man so ein bisschen sehen kann, was ist das für eine Farbe. Und jetzt mache ich ihn mal aufs Auge. Also wenn ich jetzt so ein ganz ungeschminktes Auge habe, mache ich ihn jetzt einmal als Lidstrich. Ganz einfach aufs Auge, er gleitet richtig rüber und hat dann so einen schönen Glitzeranteil. Man kann ihn dünn auftragen, man kann ihn aber auch ein bisschen dicker auftragen und man kann ihn sogar hier außen noch ein bisschen verstärken und dann auch verwischen. Danach ist er dann aber auch wirklich wischfest. Man muss das machen, gleich, wenn man, nachdem man ihn aufgetragen hat, dann ist er noch so ein bisschen verwandelbar, aber danach ist er dann auch wirklich bombenfest auf dem Auge, wie man das von den anderen Smokelinern ja eigentlich auch kennt. Wenn ich das jetzt hier außen so ein bisschen verstärke, dann sieht das so aus. Und wenn ich das jetzt noch mal höher ziehe, wenn ich mir jetzt praktisch hier noch mal so eine Kante mache, praktisch wie so ein Dreieck, kann man das entweder mit dem Finger oder auch natürlich mit irgendeinem Pinsel noch so ein bisschen verblenden. Dann wird es so ein bisschen weicher. Jetzt mache ich das auch hier unten. So. So könnte ich bleiben, wenn ich jetzt noch Mascara auftragen würde. Man kann das aber natürlich auch noch gerne mit dem Brightliner. Ich nehme jetzt mal den neuen, die Farbe Warmgold. Diesen Ton, da könnte man jetzt theoretisch weitermachen. Ich habe ja jetzt hier außen so ein bisschen hochgeblendet. Man könnte jetzt praktisch hier weitermachen mit dem Brightliner und hätte ein vollständig geschminktes Auge. So, ich würde jetzt noch mal den Sonnenkussmixer nehmen und würde die Farbe Just Fresh nehmen. Würde mit dem Schlupfi-Puschel in die Farbe Just Fresh reinhüpfen. Man könnte auch natürlich so ein bisschen mischen. So, und dann würde ich einfach noch mal so zum Abschluss hier so ein bisschen in die Lidfalte gehen, bisschen nach oben gehen. Und schon hätte man ein frisches, ganz, ganz schnell geschminktes Auge. Wem das zu wenig ist, der nimmt dann natürlich Lidschatten. Die passt nämlich super dazu. Und dann kann man sich das natürlich auch noch ein bisschen kräftiger schminken. Und so sieht dann das fertige Auge aus mit Mascara. Rucki zucki ein schönes Auge geschminkt.